Bist du bereit, dein nächstes Gaming-Setup auf das nächste Level zu heben? Dann ist das Gigabyte X870e Aorus Master Mainboard vielleicht genau das, was du suchst. Aber wie gut ist dieses Mainboard wirklich? Lass uns einen genauen Blick darauf werfen. Das Aorus Master ist in einem robusten ATX-Format aufgebaut und zeigt ein beeindruckendes Design mit einem schwarzen, achtlagigen PCB und floristischen silbergrauen Kühlkörpern. Die großen M.2-Kühlkörper bieten Platz für bis zu 4 M.2-Laufwerke, wobei drei davon PCIe 5.0x4 unterstützen, was ideal für blitzschnelle Speicherlösungen ist. Für die Kühlung sorgt das Thermal Guard XL-Design, das nicht nur deine M.2-SSDs vor Überhitzung schützt, sondern auch den Spannungskonverter effektiv kühlt. Zusätzlich dazu kannst du dich auf eine RGB-Beleuchtung freuen, die über die Aorus-typische Fusion-RGB-Technologie in Szene gesetzt wird. Besonders hervorzuheben ist die einfache Handhabung bei der Installation von Komponenten. Die PCIe- und M.2-Steckplätze verfügen über Gigabytes Easy-Latch-System, das die Installation und den Austausch von Hardware vereinfacht, ohne dass man sich mit winzigen Schrauben rumärgern muss. Das ist gerade für Nutzer, die häufig aufrüsten oder ihre Hardware austauschen, ein wahrer Segen. Für maximale Konnektivität bietet das Mainboard USB 4-Anschlüsse mit DisplayPort-Unterstützung, HDMI 2.1 sowie eine Vielzahl von USB 3.2-Ports. Darüber hinaus ermöglicht der 5GBE-Netzwerkanschluss schnelle Datenübertragungen, während das integrierte Wi-Fi 7-Modul Ihnen auch drahtlos höchste Netzwerkgeschwindigkeiten ermöglicht. Insgesamt vereint dieses Mainboard nicht nur beeindruckende Hardware, sondern auch Benutzerfreundlichkeit auf höchstem Niveau. Wenn Sie auf der Suche nach einer Hauptplatine sind, die sich sowohl für Gaming als auch für kreative Projekte eignet, lohnt sich ein genauer Blick auf das Aorus Master. Schau am besten gleich mal auf die Amazon-Seite, um mehr über die aktuellen Preise und Angebote zu erfahren. Jedes Mainboard hat seine Vor- und Nachteile und das Aorus Master bildet hier keine Ausnahme. Nachteile: hoher Preis, etwas veralteter Audiochip und keine zusätzlichen Anschlüsse für Wasserkühlungspumpen. Vorteile: exzellente Stromversorgung und Overclocking-Potenzial, PCIe 5.0 und schnelle M.2-Steckplätze, robuste Kühlung mit großflächigen Kühlkörpern, benutzerfreundliche Installationsmechanismen, Wi-Fi 7 und 5GBE für zukunftssichere Netzwerkkonnektivität. Das Gigabyte X870e Aorus Master ist ohne Frage ein High-End-Mainboard, das keine Wünsche offen lässt. Wenn Sie bereit sind, in Premium-Hardware zu investieren und Wert auf Zukunftssicherheit legen, dann sollten Sie das Aorus Master auf jeden Fall in Betracht ziehen. Vergiss nicht, das Produkt auf Amazon zu prüfen und den besten Preis zu ermitteln. Abonniere den Kanal, hinterlasse einen Like und Kommentar und besuche die Amazon-Seite über den Link in der Beschreibung für mehr Informationen.